Tief in den Wäldern gibt es einen Baum, der ganz besondere Kerne trägt. Ich sehe immer zu dieser Höhle an und frage mich, ob ein Schatz darin sein mag, aber dieser Fels hier ist im Weg. Wenn ich ihn doch einfach sprengen könnte. Ich würde das finden, was Königin Ambis verlangt. Dann muss ich nicht in Ambis Turm arbeiten. Tief im Wald gibt es magische Kerne und eine Eulenstatue. Wenn man die Kerne auf die Statue legt, bewegt sie sich. Als ich es zum ersten Mal sah, habe ich mich so erschreckt. Doch jetzt finde ich es spaßig. Aber ich darf nicht alleine in die Wälder, sagt den Erwachsenen nichts davon. Was will die Königin? Puzzlekerne, Rätselkerne, ich verstehe das alles nicht. Jetzt kriegst du das Ding von hier selbst auf den Kopf, so. Sogar zwei übereinander, okay. Oh ja, das hat sich gelohnt. Ich hätte irgendwie erwartet, dass hier irgendwie der Durchgang gewesen wäre zu dem anderen Gebiet. Bist auch auf der Suche nach dem, wonach Ambi verlangt. Du sollst nicht weitergehen. Es gibt dort Horden schrecklicher Kreaturen. Oh Gott, mit der Feder wäre das gerade so angenehm. Sehe wieder ein alter Mann, dem wir eine Tür bezahlen dürfen. Ah, hier ist der Eingang. Hoffe ich mal, dass wir vor dem Herzteil jetzt nicht noch irgendein Gadget brauchen. Juhu! So ist das eins nice. Taubonus, dieses Geheimnis ist momentan den Renner unter den Laubkerlen. Möchtest du den Rest hören? Jupp. Taubonus. Und danach. Kannst du dir das merken? Jawohl. Der Laubkerl im Westen der versunkenen Stadt. Wird dieses Geheimnis lieben? Das tue ich schließlich auch. Du musst ihn besuchen. Kriege ich jetzt hier das Geheimnis, mach dann das andere Spiel an, gebe das Geheimnis ab und krieg dann ein Passwort für hier? Nee, ja, es ist ja kein Busch. Dann auch ab. Kauf ein Schild für 50 Rubine. Ach nö. Boah, das war arschig. Etwas ein Schild für 30 Ruine? Nö. Oh, der Vorteil mit 50 hier direkt nebenan, der 30er, jawohl. Das nenne ich inflationär. Tschüss.
Dat aim, yo. Tschüss. Sich ab. Tschüss. Für ein Schild für 10. was? Gulaschsuppe. Das heißt Untotengesäß. Ha, Mistvieh. Du erhältst Arcanum-Kerne. Ihre Wirkung ist so geheimnisvoll. Teste sie an vielen Dingen. Öffne deinen Saatbeutel, um sie einzusetzen. Vergiss nicht, mit Arcanum-Kernen zu... Also, ja. Vergiss nicht, mir Arcanum-Kerne zu geben, so rum. Hättest du es nicht gesagt, hätte ich es nicht gemacht. Was? Wieder da? Nee. So, was hat uns das jetzt gebracht, dass wir jetzt Arcanum-Kerne haben? Dadurch haben wir immer noch keine Bomben. Der Arcanum-Kerne, nach denen die Königin Ambi verlangt hat. Sehr gut, Kleiner. Ich eskortiere dich zum Palast. Oh nice, haben sie abgekürzt. Das ist wirklich eine gute Sache. Also Aegis macht aktuell einiges besser. Gut, Knirps, du hast sie gefunden. Folge mir zur Königin Ambi. Königin Ambi. Er sagt, er wünsche seine Hochachtung auszudrücken. Er bringt die Arcanum-Kerne, die eure Maskit gesucht haben. Lass mich sehen, was ihr mitgebracht hat. Arcanum-Kerne. Nairo benötigt Arcanum-Kerne mehr als alles andere. Sie wird höchst erfreut sein. Wie lautet dein Name, Knabe? Link? Ich belohne dich, Link. Bringt sie her. Link, dies ist die Belohnung. Nimm sie und sei dankbar dafür. Bomben. Du hältst 10 Bomben. Mein Palast ist sehr weitläufig. Du wirst den Weg hinaus sicher nicht alleine finden. Ich werde ihn hinaus begleiten. Gehen wir, Kleiner. Wird der Knabe zurückfinden? Jawohl, Eure Majestät. Link, ha, gut gemacht. Erst hast du mich durch die Barriere geschleust und nun bringst du mir Arcanum-Kerne. Naiver Knirps, es ist dermaßen einfach, die Freundlichkeit mancher Leute auszunutzen. Schon habe ich ein potenzielles Problem weniger, das mir in die Quere kommen könnte.
Meine Güte, diese Arcanum-Kerne sind ja nicht auszuhalten. Ihr Geruch und ihr Aussehen. Pfui. Nun denn. Königin Ambi, nur dank meiner Kräfte unterliegt dir die Kontrolle des Zeitflusses. Für dich werde ich einen endlosen Tag erschaffen, damit das Volk nie zur Ruhe kommt und sich der Turmbau fortsetzt. Und wenn der Turm am Himmel an den Himmel stößt, wirst du als die größte Königin, die je gelebt hat, in die Geschichte eingehen. Oh, ich werde bekannt sein als große Königin. Nairi, Orakel der Zeiten, erschafft für mich einen endlosen Tag, sodass die Menschen ohne Rast arbeiten, alt wie jung, soll's bis an mein Ende arbeiten. Wir kommen dem Zeitalter des Schattens näher. Doch noch ist es zu früh. Der wahre Schatten fällt erst, wenn der schwarze Turm den Himmel erreicht hat und ich die oberste Kammer betrete. Dann wird es soweit sein. Gute Arbeit, Kleiner. Ambi ist höchst erfreut. Du darfst nun gehen. Warum habe ich gerade irgendwie einen Ganon-Flashback? Jetzt alle, Herzteil, Herzteil. Kein Herzteil und natürlich bleibt der Ring direkt unter ihr liegen. Ja, merk es dir, hau ab. Ach ne, wir haben ja in der Vergangenheit keinen Ringschätzer. Dann warten wir mit dem Ringschätzen, bis wir wieder in der Zukunft dran vorbeilaufen. Ich kann sagen, wag es dich zu schießen. Ganon gleich Schweinemutant. Ihr Benehmen Schweinemutant. Ja. Flügelhöhle. Ach, ich vergesse, als dass ich hier nicht direkt heben kann. Nicht direkt die Krüge. Niemand mag Starkies. Das war dumm. Ja, kann man nicht heben. Die Idee war gut, aber die Umsetzung war eher mangelhaft. Ernsthaft?
Das hilft auch nicht. An sich wäre das echt schnell gelöst, wenn diese Panzersperren hier nicht da wären. Nicht rot, rot, so, leck mich. Haha. Oh je, wir haben Schienen. Aber Schienen sind immer noch besser als Starkies. Oder was meint ihr? Und eine Einschienenbahn im Dorf. Monorail. Moneten. Eine Karte. Wuhu. Oh, wie sieht denn der Dumm-Geon aus? Okay. Baugleise sind, geht's nur langsam voran. Okay, das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass er wegschiebbar war. Okay, aber Kompass. Meh, komm her. Ach, leck mich. Was, noch ein Schlüssel? Oh, muss jetzt all der jetzt wieder zurückwanken. Okay. Was? Warum geht's jetzt? Eben ging's nicht. Okay, Yuki, jetzt müsstest du nur noch erklären, was das ist.